Tach, da ist er wieder. Alexa, Pause. Und jetzt kommt der Clip. Hallo zusammen. Ja, da ist er wieder. Florian Pelzold, Rockstar.tv. Grüßt euch. Lange Zeit her, ich weiß. Jetzt gibt es mal ein Tutorial. Ganz einfach, Tubeless-Reifen. Saison fängt an, wir holen uns alle die neuen Schlappen und manche wissen es nicht, es gibt viele davon. Ich zeige euch jetzt meine Variante, wie ich es mache und ich habe ein paar Produkte gekriegt, irgendwie halt, ist ja auch klar, aber alles gekauft, um Gottes Willen. Manches habe ich auch geschenkt bekommen, danke auch nochmal dafür, da gehe ich gleich drauf ein. Folgendes, was ihr braucht, ja, ihr braucht eine Luftpumpe, ihr braucht so eine Art, ja, Kompressor, irgendwie so einen mobilen halt, einfach mit der Luftpumpe hier ein paar Bar drauf geben, nicht mehr als 11 Bar. Das wurde mir von Milk It zur Verfügung gestellt. Das kann man sogar als Trinkflasche irgendwie benutzen, alles schön und gut. Die Luft aus dem Reifen rauszukriegen, irgendwie ist klar, so ein Ventilschlüssel irgendwie, damit ihr das Ventil rausdrehen könnt, hat der liebe Daniel mir von Cannondale geschenkt. Danke auch dafür. Weiterhin geht's zu Muckoff. Eine sehr, sehr gute Dichtmilch. Ich habe schon einige ausprobiert. Die anderen waren so, ja, ist okay, irgendwie braucht seine Zeit. Die hat sofort gepackt. Aber dazu mal später was. Reinigungsmittel irgendwie halt, um den Reifen nachher einmal sauber zu machen wegen der Milch. Kommt noch ein Schwämmchen gleich dazu. Und zum Abtrocknen halt auch für Finger gut geeignet, weil wenn die Milch an den Finger ist, klebt das immer so halt, ne? Ist nicht toll. Das nächste, was natürlich wichtig ist, eine neue Schlappe braucht ihr natürlich auch, um das da drauf zu kriegen. Warum ich euch jetzt hier kein Klebeband zeige, ist halt einfach, ja, ganz einfach. Ich habe von Raceface die Tupin R Reifen irgendwie hatten, die werden schon automatisch mit einem Ring ausgestattet halt, dass man da halt sofort Tubeless daran anbauen kann. Man kann sie aber auch mit Schlauch fahren. Und natürlich, was wichtig ist, ist ein Abzieher. Also zwei Abzieher braucht ihr definitiv. Gut, fangen wir mal mit der ganzen Kiste an. Ja, also erstmal Luft raus und das ist das Wichtigste. Schön auf den Kopf stellen, weil, also Ventil nach oben hoch, weil es könnte sich noch Restmilch in dem Reifen drin befinden halt und die braucht ja nicht unbedingt durch das Ventil rausgehen, obwohl ich, wenn ich jetzt gerade so sehe, es kommt da einiges raus. So, wie ihr hört, irgendwie halt ist die Milch nicht so wunderbar verteilt gewesen da drin, irgendwie alles schön mit in den Ventil rein. Ergo drehen wir mal das Ventil hier komplett raus. So, jetzt geht's. Kommt jetzt mit einem Schwung gleich raus. Zack. Gucken uns das Ventil an. Das Ventil sieht noch relativ gut aus. Das können wir auch gleich noch benutzen. Packen es in die Hosentasche rein. Was, ihr habt da so eine kleine Seitentasche an jeder Jeans. Da ist es besser drin geeignet irgendwie und gut ist. So, jetzt müssen wir den Reifen natürlich von der Felge runterbekommen. Zieht man einfach mal so ein bisschen nach. Das machen wir auch gleich mit der anderen Seite. Ihr seht, ich mache das auch langsam, weil da ist noch genug Milch drin. So, das ist die eine Seite. Jetzt machen wir noch die andere Seite. Ziehen das da aus dem Reifen raus, genau, aus der Felge raus. Da haben wir das Klacken gerade gehört. Wunderbar, wunderbar. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal so ein bisschen. Quatsch jetzt auch erstmal nichts mehr. So, der Reifen ist fast runter. Es muss noch die andere Seite und hier ist, wie ihr seht, noch unheimlich viel frische Dichtmilch drauf. Wie gesagt, ich bin dieses Jahr nicht, also letztes Jahr 2018, nicht wirklich viel gefahren. Hatte auch da meinen ominösen Sturz mit diesem Knie und ach, das war alles kein Zuckerschlecken. Und die ganze Chose zieht sich noch immer durch. Irgendwie seit Anfang des Jahres habe ich wieder Probleme mit dem Knie. Aber dazu kommen wir auch dazu irgendwann noch mal später. Veröffentliche gerne mein Leiden und mein Leid. So, kriegen wir das jetzt hier auch noch runter. Das wäre schön. Das wäre super. So. Den Reifen haben wir jetzt von der Felge runter. Ist schon mal gut.
So, wie wir jetzt sehen, irgendwie halt natürlich alles irgendwie versifft durch die Milch. Gehört aber auch leider dazu. Dann machen wir das jetzt einfach mal ein bisschen sauber, indem wir ein bisschen hier Muck-Off auftragen und die Felge einfach mal ein bisschen mit clean. Lassen wir das ein bisschen einwirken. Derzeit mache ich meine Hände sauber. Mülleimer ist übrigens ganz groß. So, damit das noch mal ein bisschen einfach vonstatten geht. Ich habe ja hier so einen mobilen Reiniger. Da kann man dann halt so ein bisschen besser mit arbeiten. Macht die Felge damit wirklich sauber. Guckt halt einfach auch, dass alles hier irgendwie runter geht von der Dichtmilch, die noch ein bisschen mit dabei ist. So, kriegen wir das Ding schon wieder blank. Muss auch nicht so fiste. In dem Moment kannst du auch mal ein bisschen irgendwie halt die Kassette reinigen, weil ist auch vom Rad runter und die sieht eigentlich auch noch gut aus, die SRAM Eagle Kassette, die ich da habe. Genauso wie die Storm von Magura, die sieht auch noch sehr gut aus. Von daher alles cool und jetzt lassen wir das Ganze nämlich noch mal ein bisschen abtrocknen, weil eine feuchte Felge mit Milch macht man nicht. So, die Felge ist dann jetzt ein bisschen abgetrocknet. Jetzt geht man noch mal her mit dem Krepppapier, macht sie sauber. Ja. Also vom Wasser und sonstigen Schmutz noch mal etwas befreien. Guckt gleichzeitig dabei nach, ob es irgendwelche Dellen oder irgendwie sonstiges gibt, irgendwie, wo man sagen müsste, irgendwie, fuck, Alter, ich brauche doch wieder eine neue Felge, weil sie doch wohl kaputt gegangen ist. Das ist nicht der Fall und das ist auch gut so. Und wie ich ja euch schon sagte, halt, wie gesagt, ich fahre hier die Race Face und wie man sieht, ist ein Felgenband schon drin. Das macht auch einen schlanken Fuß. Das ist auch extrem gut so. Das Problem steckt einfach dann nur nachher im Detail. Wenn ihr dann nachher mal eine gebrochene Speiche habt, dann muss das alles da sehr, sehr aufwendig rausgezogen werden. Es hatte Vorteile und Nachteile halt, ne? Wie man es ja kennt. So. Mit einem einfachen Seitenschneider oder was ihr auch immer zum Schneiden habt, achtet nur darauf, dass ihr nicht irgendwie halt den Reifen damit beschädigt halt einfach. Knipst du einfach hier das Bändchen durch. Wie gesagt, großer Müllhaufen. Wupp, weg damit. Genauso das Papier auch hier herum. Bin ich nicht willig, so gebrauche ich Gewalt. Wenn es da mal klappen würde. So. Den Reifen ruhig mal auseinandernehmen, rausdrücken vernünftig. Auch hier nachschauen, ob es vom Werk aus schon Beschädigungen gibt, weil das Spielchen hatte ich nämlich auch schon mal. Und da war hier an der Seite irgendwie sofort ein Riss dran. Ich sage euch gleich eins, viele Hersteller sagen dann sofort, ey, kein Problem, oder da, wo ich es hier gekauft habe, irgendwie kein Problem, irgendwie schick uns den Reifen zurück, irgendwie, du kriegst einen neuen. Also, und bitte auch immer ehrlich sein, ne? Also, nicht da irgendwie einen vom Pferd erzählen, irgendwie halt, dass du irgendwo an der scharfen Kante hergefahren bist und dann rufst du an und sagst, ey, der Reifen ist kaputt. Also nicht erst irgendwie, keine Ahnung, 150 Kilometer mit fahren und dann sagen, ey, ist im Arsch. Ne? Macht man nicht, tut man nicht, Karma haut einen sowieso in die Fresse. So, und dann wollen wir mal weiterschauen. So, den Reifen wieder auf die Felge drauflegen. Ach so, ganz wichtig. Gucken, Laufrichtung. In welcher Laufrichtung muss ich denn den Reifen? Meistens steht das hier auf den Reifen drauf. Da ist meistens so ein Pfeilchen drauf, wo angezeigt wird, irgendwie in welcher Richtung herum. Da müssen wir jetzt mal kurz gucken, wo ist der Pfeil. So. Ich habe hier so einen Pfeil und der zeigt mir halt an, wenn der Reifen jetzt auseinander ist, wieder, so, der zeigt mir an, halt der Pfeil geht hier. Also das heißt, Laufrichtung ist diese. Ergo packen wir den Reifen so drauf, dass das auch alles funktioniert. Ne? So, jetzt kommt meine Lieblingsarbeit. Da haben sich manche schon kaputt gelacht, wie ich das mache.
oder haben die Arme über den Kopf geschlagen und sind schreiend rausgerannt. Wie kannst du das nur so machen? Ich mache so, wie ich es kann. Ich bin leider kein ausgebildeter Zweiradmechatroniker. Ich mache das hier rein hobbytechnisch mäßig. Und es macht mir halt einfach Spaß. Ich kann hier entspannen bei und genieße so gesehen meinen Alltag da drin. So, eine Seite ist der Reifen schon drauf. Das ist schon mal perfekt. Und jetzt kriegen wir ihn noch auf der anderen Seite einmal drauf. Da hat mir mal einer gesagt gehabt, irgendwie, da musst du das ganz fest zusammendrücken. Und jetzt kommt mein Lieblingsspiel, das alles da reinzudrücken. Da kriege ich meistens irgendwie Hörnchen. Vor allen Dingen kriege ich dabei Hörnchen, wenn das hier wieder unten rausrutscht. So. 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 Und ihr müsst auch wirklich darauf achten, irgendwie halt. Manche nehmen sogar, haben Silikonspray da. Und ziehen das dann nachher da wirklich rüber. Silikon hin oder her, der verfliegt irgendwie auch sowas in einer Art und Weise. Und dann kann es klappen. Kriege ich ihn heute mal ohne Hilfe von irgendwelchen Tools drauf. Das wäre natürlich mal genial, vor allen Dingen für das Video. Ihr nennt mich Gott. Nein, Spaß beiseite, um Gottes Willen, nennt mich bloß nicht Gott. Irgendwie hat das macht man nicht, das tut man nicht, das gehört sich nicht. So, der Reifen ist jetzt wieder auf der Felge drauf. Und was ist jetzt der nächste Part? Ganz einfach, Ventil wieder auf Kopf, also nach oben hoch, Ventil zeigt nach unten runter. Dann nehmt ihr die Muckuffmilch und erstmal schütteln. Die Jungs kennen das. Bei den Mädchen sieht das immer ein bisschen anders aus. Wenn ihr dann genug geschüttelt habt, einfach die Käppchen abschrauben. Käppchen zur Seite legen. Ansetzen, draufdrücken und auf den Kopf stellen. Warum zeige ich euch das jetzt so herum? Ganz einfach, ihr habt hier so eine Skala. Könnt ihr so ein bisschen sehen, irgendwie halt, wie viel Milch ihr jetzt da schon reingedrückt habt. Irgendwie oben anfangen, gucken, irgendwie halt so ein bisschen rum, ein bisschen Druck drauf geben und ordentlich die Milch da reinfließen lassen. Ja. Macht nicht so arg so viel, so wie ich jetzt hier gerade. Da unten ist schon ein ganz schönes Fund drin. Drücken wir noch mal eine Sekunde. So. Dann langsam umdrehen. Das wieder raus. Verschluss auf die Milch wieder drauf machen, weil, wie wirklich gesagt, es ist unangenehm, diese Milch wirklich irgendwie an den Fingern zu haben. Irgendwie. Das ist so ja, Kautschuk-mäßig irgendwie halt so, oder ihr kennt das irgendwie, hart. Ne, irgendwie, wenn die Bäume harzen irgendwie und ihr kommt da mit dem Finger drauf an, das ist das macht keinen Spaß. So, was machst du denn jetzt, Pilzold? Ja, ganz einfach, jetzt brauchen wir ja erstmal ein bisschen Druckluft. Druckluft brauchen wir, um gleich schön die Geräusche zu hören, wie der Reifen sich in die Felge reinpresst, also reinknallt. Ihr solltet darauf achten, also... Das ist jetzt so, ich will nichts Gefährliches sagen, irgendwie halt. Also ich muss immer so gucken, dass ich so 3,5 Bar habe, dass das dann auch funktioniert. Weil sonst stehst du da und denkst du nur so, pff, ja, jetzt war's, ne? Und kannst nichts machen mehr, ne? Das ist halt einfach das Problem. Oh, jetzt pumpe ich hier mal ein bisschen Luft drauf. Und es geht wieder nicht. Ich weiß nur nicht, warum es wieder nicht geht. Aha. Ist scheinbar hier das Ventil im Arsch oder was? Wie gesagt, das ist der erste Testlauf mit dem Milkit-Gerät. Ventil ist ganz raus. Ich probiere es jetzt aus. Da kommt aber keine Milch, kann keine Luft rein. Was ist los, Kollege? Nee.
Andersrum war richtig. Ah. So, wir kommen hier auf die 3,5 Bar gleich. So, 3,5 Bar auf das schöne kleine Dingchen hier drauf geballert. Käppchen zumachen. Käppchen hier auch wieder drauf. Luftpumpe zur Seite. So, und was fehlt jetzt noch? Richtig. Das Ventil, was hier gerade in eure Jeanshose reingepackt hat, in diese kleine Tasche da. Irgendwie hat, das ist, benutzt eine Dose irgendwie halt, das ist viel, viel einfacher. Oder irgendwelche Behältnisse. Da habt ihr nachher nicht die Problematik, das aus der Hose rauszukriegen. Ich weiß, das hörte sich wieder, ja, das war wieder pervers. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das Ventil von Hosen, Staub und sonstigen befreien. Gucken, ob die Dichtungsringe wirklich in Ordnung sind. Sind sie? Das ist sehr schön. Ventil reinsetzen, leicht anschrauben mit den Fingern. Mit dem Ventilschlüssel richtig fest zumachen. Gucken, dass die Abstandsschraube auch hält. So. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt gespannt. Oh, ich merke da, oh, da habe ich ein bisschen viel von dem Muck auch reingemacht, aber ist nicht so wild. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das Ding, wenn ich das jetzt hier so drauf drücke, auch den Reifen befüllt. Achtung, fertig, los. Ja, meine Damen und Herren, wie soll ich sagen, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich gebe dem Ding aber jetzt noch mal eine Chance drauf zu. Bin gespannt, ob das jetzt geht. Es war schon besser. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Bar hier drauf geben. So, ist der vierte und letzte Versuch, diesen Reifen mit Luft zu befüllen. Na dann. So, dann schauen wir mal, ob ich das nicht hinkriege jetzt mit der restlichen Pumpe. Ah! Also das Milk, ganz ehrlich, Ventil raus, wie beschrieben, soll ich mal auch vorlesen? Nein, alles gut. Also Ventil raus und nicht, wie ich meine Angabe gemacht habe, irgendwie einfach nur mit 3,5 Bar. Das ist zu wenig Boost, sage ich jetzt mal, irgendwie halt, um genug Druck zu erzeugen, irgendwie halt, dass der Reifen in die Karkasse reinknallt, wie ihr es ja gerade gehört habt. Ihr müsst da wenigstens irgendwie das Ding auf 9 Bar, also das Ding hier, mit 9 Bar bis 10 Bar füllen, damit es an einigen Stellen klack, 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 klack macht, also Reifen in die Karkasse reinknallt. Und ja, und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Aber jetzt kommt noch der ganze Spaß. Wir müssen eins machen. Wir müssen die Milch ordentlich hier innen drin verteilen. Das heißt, drehen, drehen und was natürlich am allerbesten ist, nachher aufs Rad drauf und dann erstmal so 10 Kilometer fahren. Dann gucken irgendwie, ob die Milch wirklich gehalten hat. Ja, nein. So, und wo ich vorhin ja schon sagte, wir müssen auch den Reifen wieder von der Milch entfernen,
sind dann halt solche Sachen. Ihr seht irgendwie halt, die Milch ist durch das Reinpressen des Reifens in die Karkasse natürlich ein bisschen rausgespritzt. Wer es mag, diese Farben, alles gut. Wer nicht, der nimmt ein bisschen von dem Muck auf und kann auch gleichzeitig gucken, irgendwie halt, ob irgendwo Luft rauskommt. Ein bisschen einsprühen. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, irgendwie, ob es irgendwo Luft, ob der Reifen gut verarbeitet ist oder nicht. Viele schreiben, sind ja auch nur tubeless ready. Das heißt also, die sind ein wenig luftdurchlässig. Da setzt sich jetzt auch die Milch rein, weil der Reifen, also die Löcher, die da drin sind, vorher waren sie ja zusammen, ist ja nicht aufgepumpt gewesen. Jetzt weiten sich die Löcher so ein bisschen und da dringt jetzt auch die Milch ein und versiegelt das Ganze auch. Das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Manche kennen es irgendwie, die schon selber tubeless aufgebaut haben, ihren Reifen. Und da sieht man dann halt einfach, auch wenn man nur ein bisschen, wenn man es jetzt mit Wasser absprüht, sieht man halt einfach, dass da aus den Seiten vom Reifen einfach so ein paar Blasen kommen. Gut. Ja, das war's jetzt von mir und mein Umbau auf tubeless. Also was heißt Umbau auf tubeless? Einfach nur der Reifenwechsel, tubeless mit tubeless Milch. So mache ich es. Es sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus, aber das Ergebnis ist das gleiche, selbe, wie auch immer. Ihr habt Rockstar TV geschaut. Mein Name ist Florian Petzold. Da unten ist ein Folge-mir-Button. Abonniert mich irgendwie halt. In der nächsten Zeit kommen noch ein paar mehr Videos irgendwie. Und ja, demnächst gibt es ein Saisoneröffnungsvideo bei einem Mountainbike-Laden. Ich wurde ja damals korrigiert in dem Video. Und danach gibt es wahrscheinlich noch ein paar Specials. Ich bin eingeladen worden zum großen Sportdiscounter. Die stellen ein neues Produkt vor, was jetzt schon zu käuflich erwerben ist. Dann noch ein kleiner Geheimtipp, da bin ich wieder bei dem Mountainbike-Verkäufer. Und da werde ich aus England irgendwie halt so ein Fahrrad fehlen. I hope, es ist okay. Und in dem Sinne, Florian Petzold, Rockstar TV, schönen Tag.